Ja, ich habe mir ein paar Stellen markiert in dem Buch, die ich gern vorlesen möchte. Das Buch ist über einen Zeitraum von 7 Jahren entstanden. Also es umfasst auch ein wirklich schon größeres Stück eigene Entwicklung. Als ich begonnen habe zu schreiben, das ist 8 Jahre her, war ich Alleinerzieherin, war meine Tochter 7, 7,5. Und das war eben der Moment, wo ich nicht mehr weiter konnte, wo ich an einer Erschöpfungsgrenze angelangt war, in einem Burnout geschrammt bin. Und genau aus dieser Zeit stammt der erste Text, den ich jetzt vorlesen werde. Mama ist hilflos. Irgendetwas sagt mir, dass ich trotzdem keine schlechte Mutter bin. Solange ich irgendwie konnte, habe ich versucht, alles richtig zu machen. Möglicherweise war genau das mein Fehler. Ich sitze auf einem Stuhl im Wohnzimmer und auf meinem Schoß sitzt meine kleine Tochter. Sie schaut mit dem Gesicht zu mir her und legt dann ihren Kopf auf meine rechte Schulter. Sie streichelt mir über die Haare und über meinen Rücken, spricht mit gesenkter Stimme und redet auf mich ein wie auf ein krankes Pferd. Alles wird gut. Ganz ruhig. Sie stupst mit ihrer kleinen Nase an mein Gesicht. Ganz ruhig, Mami. Meine Tochter ist 7,5 und ihre Mami kann nicht mehr. Sitzt da und heult. Die Augen geschwollen, das Gesicht salzig und nass. Ganz ruhig, sagt die gesenkte Kinderstimme. Irgendwann, in einer hitzigen Debatte, explodierte ein Satz, der mich bis in mein Mark erschüttern sollte. Dann hättest halt kein Kind gekriegt. Ich war zunächst einmal sprachlos, verstummt. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Satz bereits 100 Male gehört hatte. Mein Freund hatte in unserem Streit etwas ausgesprochen, das normalerweise niemand in dieser Direktheit zu mir sagen würde. Aber in meinem Leben als Mutter hatte dieser Satz bis dahin schon seit Jahren den Ton angegeben. Was schwingt in diesem Satz mit? Es klingt wie, hör auf, dich zu beklagen. Das hättest du dir eben vorher überlegen sollen, ob du ein Kind haben willst oder ein angenehmes Leben. Ich habe mich gefragt, wie es passieren konnte, dass dieser Satz jetzt mit mir in meinem eigenen Bett liegt. Als ich in Gesprächen mit Freundinnen nach Erklärungen suchte, kam ich mir vor wie in einem Spiegelkabinett. All jene, die Mütter waren, erzählten mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Wir klagten gemeinsam über das ständige Hetzen und dann auch über unsere Enttäuschung, wenn wir immer wieder berufliche Chancen aus Zeitmangel ablehnen mussten. Wenn wir zwischendurch manchmal daran dachten, was wir ohne unsere Kinder verdienen würden und welche Pension wir dann später einmal bekämen, konnten wir alle ziemlich wütend werden. Und am Ende der Diskussion stellte sich immer wieder ein Gefühl von Ohnmacht ein. Der Neurobiologe Gerald Hüther hat mir ein E-Mail geschrieben. Kinder haben in unserer gegenwärtigen Zeit keine eigene Bedeutung, im individuellen Bewusstsein nicht und auch nicht im sozialen. Deshalb werden sie mit dem, was sie in sich tragen, auch nicht gesehen, sondern zu Objekten gemacht. Sie werden erzogen, gebildet, bewertet, verwaltet. Daher sei es gut und wichtig, wenn ich auf dieses Problem hinweise. Mein Leben als Mutter war scheinbar voller äußerer Widerstände. Aber je länger ich mich mit der ganzen Misere beschäftigte, desto mehr hat sich meine Aufmerksamkeit von außen nach innen verlegt. Erst jetzt begann ich wahrzunehmen und staunte darüber, dass in mir dieselben abwertenden Denkmuster verankert waren, wie ich sie in meinem Umfeld beklagte. Anerkennung war für mich auf der Suche nach mütterlicher Identität ein Zauberwort. Es bedeutet, gesehen zu werden und geschätzt, gelobt und als Mutter geliebt. Es würde aber auch bedeuten, dass man eine echte finanzielle Absicherung genießt, eine gute Bezahlung, ein hohes soziales Ansehen und die Aussicht auf eine vernünftige Pension.